Ja, ich bin der Reverend Beatman von Bern, von Hingenkappelen, von einem kleinen Dorf. Bin geboren 1967 und mache Trash, Rock'n'Roll und tue die Welt auf Hinger absichern, dass niemand mehr erkennt nachher. Das ist meine Aufgabe von dem ganzen Leben, den ich habe. Mein richtiger Name ist Beatman Sauer. Beatman kommt davon, weil ich coole Eltern hatte. ich wollte immer Comics zeichnen. Super ikonisch war immer der Batman. Und alle Leute haben mir Beatman gesagt. Und so ist der Name dann gekommen. Und jetzt haben sie meinen Pass überall, heisse Beatman. Das ist einfach mein Name. Und so nennen mich alle Freunde, meine Eltern, meine Großmutter, alle zusammen nennen mich Beatman. Und so bin ich entstanden. Ja, habe ich Taieb Zerfall geheissen. Also ich bin in Lengass geboren, das ist ein Arbeiterquartier in Bern. In Bern hatte sehr viel Geld gehabt, alle zusammen. Dann sind wir aufs Land gegangen. Auf dem Land wir waren alle Bauern, alle ACDC gelassen, aus Status Quo und Zeug und Sachen. Und dann ist in den 70er Jahren Punkrock und Zeug und Sachen. Und dann ist man einfach auch komisch geworden im Ring. So einfach querdenken und hinterfragen. Und so habe ich mir meinen Namen Taieb Zerfall gehabt, also rückwärts von Beat. Und so ist mein erstes Tape-Label, das ich 1981 gegründet habe, mit Kassetten aufnehmen und traden und so weiter. So hat meine Plattenfirma angefangen. Mit dem Namen Taieb Zerfall. Und dann eben durch das Comics-Zeichen und alles zusammen bin ich dann zum Beatman geworden. Und das ist mein Name, den ich heute noch habe. So. Ja, am Anfang, wenn du zuerst mal auf Tour gehst, außerhalb der Schweiz, wo wir das gemacht haben in den 80er Jahren, war das natürlich ein kompletter Exotenbonus, weil keine Schweizer sind außerhalb auf Tour gegangen. Und das ist ein kompletter Exotenbonus, das ist natürlich super, als Schweizer irgendwie im Ausland spielen. Aber irgendwie, wenn man in der Schweiz spielt und hier Musiker sucht und irgendwie einen Background von einer Rock'n'Roll-Musik sucht oder populäre Musik, wie man jetzt sagen kann, ist extrem schwer, weil wir haben vielleicht eine ganz kleine Rock'n'Roll-Geschichte. Also von Musik, die ich höre, die ich inspiriert bin, das kommt nicht von hier. Das ist eindeutig nicht von hier. Und wenn etwas nicht von hier kommt, wo du geboren bist, wo du bist, und dann musst du es wirklich von Herzen machen und musst komplett einstehen, sonst geht das überhaupt gar nicht. Du musst komplett das Leben. Die Musik ist einfach zu mir eine Musik geworden. Blues, das ist das, was in mir explodiert. Und das muss raus. Und das ist absolut keine Schweizer Musik. Das ist ganz klar. Cool ist auch cool. Nein. The scariest guy. So, yeah. Viele haben Angst vor mir, weil meine Stage-Presentation ist ein bisschen intensiv. Aber ich habe eine Katze, Kind und solche Sachen gegeben. Ja, hat Spass. Ja, natürlich, wo die Idee zuerst kam, hatte ich den Schweizer Music Award immer im Ring. Und da bin ich komplett dagegen. Das war für mich wie ein Sportanlass immer gewesen. Jemand muss gewinnen. Und in der Musik geht es eindeutig nicht ums Gewinnen. In der Musik geht es um Sachen zu machen, auszudrücken und so weiter, wie beim Malen. So zyklische Sachen, die vielleicht auch populäre machen. Aber das hat nichts zu tun, man kann nicht besser sein in der Musik. Dann, als ich das gehört mit dem Schweizer Musikpreis, dass es eben nicht so aufbauen ist, dass es eben aufbauen ist für Musiker, die irgendwie eine Schweizer zum Beispiel etwas anderes bringen, etwas anderes präsentieren. Und mal, wir alle Schweizer sind, das ist eine riesige Gemeinschaft von Leuten und wir sind alles
ein Bergvolk mit komischen, harten, schweren und strange Ideen. Und dass es so etwas nach einem Award gibt, ist natürlich, ich bin extrem geschmeichelt gewesen, dass ich da nominiert bin. Ich bin auch schon mal zu Bern und in Bern, Stadt Bern bin ich nominiert gewesen, habe einen Preis gewonnen als Anerkennungspreis für Kultur. Und das ist natürlich das ist für mich etwas extrem Schönes, weil meine Musik ist nicht populär, die Musik, da gehst du nicht hören und dann gehst du geschlossen zusammen tanzen, oder das Lied wird dann das Hochzeitlied von deinem Leben sein, das ich mache. Das ist komplett das Gegenteil. Von dem her ist es natürlich schön, wenn Leute in einem Gremium sind, die Musik interessiert sind, auf mich kommen. So. In der Schweiz gibt es grossartige Clubs. Wir haben grossartige Shows, aber da, weil ich von Bern komme und weil ich damals auch helfen, die Reithalle besetzen, in Bern, ist natürlich immer die Reithalle ein komplettes Herzstück von mir. Das ist, das haben wir dort irgendwie erobert, sind wir auf die Straße gegangen und es ist immer noch da und es funktioniert immer noch, es läuft und es passiert immer noch interessante Kultur drin. Von dem her ist das immer noch mein absolut Nummer 1 Club auf der ganzen Welt. Ja, das ist auch wieder eine Frage, die natürlich, wenn du in der Schweiz bist und das Jodeln hörst, zum Beispiel das La, ist nicht viel Rhythm dort. Von dem her, wo ich auf Blues, Rock'n'Roll und afrikanische Musik komme, mit diesen Rhythmen, und das ist in mir drin, ein Rhythmus, das ist nicht ein Beat, der von einer CD oder von einer Platte kommt. Da hast du in dir drin, der explodiert. Ein Rhythm ist, wenn du laufst, irgendwo hergehst, wenn du im Leben irgendwo hergehst, wenn du Sachen musst ändern, wenn du etwas siehst oder es nicht passt, wenn du hergehst, mit denen gehst du reden. Das ist alles ein Rhythmus drin. Du bist komplett in diesem Rhythmus drin. Und dieser Rhythmus bewegt mich, seit ich wahrscheinlich geboren bin und wahrscheinlich bis ich sterbe. Und der treibt mich an, der Rhythmus. Und darum heisst mein Label auch Voodoo Rhythm. Voodoo, das ist eine Religion, die alles von verschiedenen Religionen in eine Religion hineinpackt. Und dort das in einen Rhythmus predigen irgendwie. Genau das bin ich. Also bei mir, der Howling Wolf ist mein komplettes, das ist bei mir das Höchste, aber der ist leider schon tot. Aber sonst gibt es, glaube ich, ja, nicht irgendwie Vorbilder, habe ich jetzt nicht unbedingt. Und ich nehme, was kommt. Weil ich bin sehr offen und wenn ich spiele auf der Bühne, wenn irgendwie ein Musiker kommt und mitspielen, dann kann er mitspielen. Dann ist auch DJ drauf, Hammondorgel, Mugige, ja, alles. Von dem her ist mir das Instrument komplett egal. Aber mal mit dem Howling Wolf auf der Bühne stehen, das wäre wär das Grösste gewesen. Ich hatte zwar einen Traum, weil Rolling Stones war schon so für mich eine der wichtigsten Bands gewesen, also in den 60er Jahren, als ich die Musik gehört habe. Und dann hatte ich mal einen Traum, ich wäre mit den Rolling Stones heute auf der Bühne. So. Und dann, ist aber das so scheiße gewesen. Mick Jagger, so boring, langweilig. So. Ich habe gesagt, fuck off, bevor bin ich gegangen. Das habe ich nicht gut gefunden. Die hier, wo du früher hast, die ändern sich. Jeder Mensch ändert sich. Von dem her muss man jetzt leben. Nicht gestern, nicht morgen. Jetzt, das ist wichtig. Thank you.